Das hört sich wunderbar an, wenn man keinerlei Verantwortung hat für das, was wir in diesem Stadion machen. Das hört sich wunderbar an. Das ist eine populistische Scheiße. Das muss ich mal ganz deutlich sagen. Ja? So etwa kann ich mir vorstellen, als es vor 10 Jahren bei den 60ern übers Grünwalder Stadion ging. Da wurde auch diese alte, schöne Welt, lieber gehe ich in die Regionalliga und ich gehe wieder nach Weinheim und ich will doch nicht mehr gegen Chelsea spielen, dann gehen wir doch wieder dahin. Dann müsst ihr euch aber einen neuen Vorstand holen, mit uns eben nicht. Denn wir, eure Scheißstimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir. Das ist doch unglaublich. Was glaubt ihr eigentlich, was wir das ganze Jahr über machen, damit wir euch für 7 Euro in die Südkurve gehen lassen können? Ja, was glaubt ihr eigentlich? Wer euch alle finanziert? Die Leute in den Logen, denen wir die Gelder aus der Tasche ziehen. Ohne die hätten wir nämlich keine Allianz Arena. Da würdet ihr nämlich jetzt wieder im Schnee und Eis spielen. Dann würden wir gegen Bolton Wanderers 12.000 Zuschauer haben. Dann müsst ihr diesen Verein euch suchen, der demnächst vielleicht in der 3. Liga spielt. Wenn ich dann höre, bei 1860 ist das alles so toll. Da ist gar nichts toll. Der Verein ist mehr oder weniger pleite und wir haben ihn am Leben erhalten. Und wer ist schuld dafür? Fans, die von gestern leben. Ihr und wir werden eBay nicht verändern. Ja, das muss ich euch mal sagen. Ich brauche eBay auch nicht und Google auch nicht. Und trotzdem werde ich es nicht verhindern. Was glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid? Ja, ja. Es kann doch nicht sein, dass wir hier kritisiert werden dafür, dass wir uns seit vielen Jahren den Arsch aufreißen, dass wir dieses Stadion hingestellt haben. Aber das hat 340 Millionen Euro gekostet. Und das ist nun mal mit 7 Euro in der Südkurve nicht zu finanzieren.